Er will regierender Bürgermeister von Berlin werden. Frank Henkel, Spitzenkandidat der CDU, Parteivorsitzender und Innensenator seit 5 Jahren. Was will der 52-Jährige für unsere Stadt bewegen und was für ein Mensch steht hinter dem Politiker im Rampenlicht? Wir haben den Hoffnungsträger der Union einen Tag lang im Wahlkampf begleitet. West End am Morgen um 9 Uhr. Eine Tour durch Charlottenburg-Wilmersdorf steht auf dem Programm des CDU-Spitzenkandidaten. Erste Station ist die private Kindertagesstätte Sarah Berlin. Hier werden Kinder zwischen 1 und 6 Jahren in deutscher und englischer Sprache betreut. Für das Angebot zahlen die Eltern im Monat 90 Euro. Der internationale Kindergarten ist beliebt. 400 Kinder stehen auf einer Warteliste. Eine optimale Versorgung für die Kleinsten liegt Frank Henkel am Herzen. Und das nicht nur als Wahlkämpfer. Spätestens seit ich selbst Vater bin, ist mir die Bedeutung einer guten Kita sehr bewusst. Das bedeutet, dass das Angebot attraktiv ist, das heißt auch das pädagogische Angebot attraktiv ist. Für mich ist die Kita ja schon die erste Bildungseinrichtung. Und da wird es dann maßgeblich darauf ankommen, jedenfalls was meinen Geschmack betrifft, dass die Angebote so ausgerichtet sind, dass Kinder eben bestimmte Fertigkeiten beigebracht werden. Das fängt an bei der Frage, wie halte ich einen Stift? Kann ich eine gerade Linie ziehen? Kann ich etwas ausschneiden? Kann ich motorisch sozusagen die Dinge, bekomme ich die beigebracht und vermittelt, auf einem Bein zu stehen, rückwärts zu laufen, einen Ball zu fangen und ähnliches. Also das ist mir schon sehr wichtig. Ist das schon was anderes, wenn man selber Vater geworden ist und weiß auch, was es bedeutet, sein Kind in die Hände von anderen Menschen zu geben? Wie war das bei Ihnen damals, als Ihr kleiner Mann diesen großen ersten Schritt seines Lebens machen musste? Also ehrlicherweise ist es was anderes. Natürlich war auch ich ein Kita-Kind und man hat seine Vorstellungen. Man weiß, was man sich selbst gewünscht hätte und was es heute eben gibt. Es liegt ja ein paar Tage dazwischen. Aber ja, das war schon interessant, weil ich ja auch derjenige war, der in der Familie die Eingewöhnung gemacht hat. Und das war was Spannendes, auch für mich, so ein Prozess. Ja, man muss ihn dann irgendwann ja Stück für Stück alleine lassen, in der Kita lassen. Und ja, zittert immer mit, wie nimmt er das jetzt auf, plötzlich ohne Mama, ohne Papa, mit anderen Kindern. Und wir haben aber auch Glück gehabt mit unserer Kita. Wir haben die bewusst gewählt, hatten Glück, dass wir den Platz bekommen haben. Eine Kita mit einem guten Angebot. Und er fühlt sich sehr wohl. Und das ist dann im Ergebnis immer ein schönes Gefühl für die Eltern. Herr Henkel, man sieht Sie auf einem Wahlkampfbild auch mit Ihrem Sohn, wobei man sagen muss, man sieht nicht das Gesicht Ihres Kindes, man sieht nur, dass Sie ihn Huckepack tragen. War das doch eine längere Überlegung, ob man das Kind mit einbezieht in den Wahlkampf, oder war das für Sie etwas völlig Selbstverständliches? Es war weder eine lange Überlegung noch was selbstverständlich, sondern es war ein Termin, wo ich die Familie bei hatte. Da ging es eigentlich um Fotoshoots für mich. Und irgendwann sagte der Kleine, er will auf den Arm. Dann habe ich auf den Arm genommen, auf die Schulter genommen und dann wurde einfach mal raufgeknipst. Und dann haben wir uns die Bilder nachher angeschaut und gesagt, Mensch, das wäre doch was. Und dann überlegt man natürlich, also erstens ist es nicht mein Ansinn, meinen Sohn mit in den Wahlkampf zu ziehen und schon überhaupt nicht ganz. Das heißt also, ich habe dann gesagt, nachdem wir geguckt haben, ist das eigentlich ein schönes Foto, was da praktisch als Zufallsprodukt entstanden ist. Wie können wir das umsetzen, ohne dass der kleine Mann zu sehen ist? Weil also den Schutz der Privatsphäre für die Familie, der ist mir einfach wichtig. Es geht ja auch nicht um meinen Sohn, sondern es geht um mich in diesem Wahlkampf. Und dann haben Fotografen, Grafiker, alle, die da mitgewirkt haben, einen Vorschau unterbreitet, bei dem meine Frau gesagt hat, damit kann sie gut leben. Ich habe gesagt, dann kann ich es auch. Und so ist das entstanden. Wahlkampftour bedeutet auch Konfrontation mit Problemen. So will die Kita Sarah Berlin mit einem Ausbau des Dachbodens weitere Plätze schaffen. Die dafür notwendige Aufstockung der Feuerleiter wird jedoch vom SPD-Baustadtrat im Bezirk aus ästhetischen Gründen nicht genehmigt. Das ist ein Schildbürgerstreich und hier wiehert mir der Amtsschimmel auch viel zu viel. Es geht hier um eine Freitreppe, eine Feuertreppe, die zu einem Großteil, wie man sehen kann, ja schon steht. Und es geht darum, dass die Kita hier den Dachboden ausbaut, um Platz für 39 zusätzliche Kinder zu schaffen. Auch die müssten im Brandfall, im Notfall, wie auch immer, das Haus verlassen können. Es geht hier also um 1,5 Meter, 2 Meter, 2,5 Meter vielleicht, Aufstockung der Treppe. Und hier sagt das Amt nein. Da sage ich, das halte ich wirklich für absoluten Unfug. Noch zumal andere Behörden sagen, wie die Feuerwehr zum Beispiel, ja, das könne man machen. Ich halte dies für absolut lebensfremd. Und hier sind die Behörden in der Tat aufgefordert, lebenspraktische Lösungen
Kindern zu bekommen. Ich meine, wir sind hier in Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist ein Bezirk, der eine Unterversorgung an Kita-Plätzen von etwa 1000 Plätzen hat. Und wenn hier von einer Kita, die insgesamt 90 Plätze hat, gesagt wird, wir können 39 zusätzlich schaffen, dann ist das eine ordentliche Summe, ein ordentlicher Schub. Und das sollte man hier auch wirklich erlauben. Im Interesse übrigens der Eltern und der Kinder. Der nächste Halt der Wahlkampftour ist ein Generationensprung von den Jüngsten zu den Ältesten. Das Seniorenzentrum Kardinal Bengsch betreibt der katholische Trägerverein Caritas. Hier wird vom betreuten Wohnen bis zur tages- und vollstationären Pflege alles geboten. Das ist offensichtlich sehr gut geführt. Das ist mein Eindruck. Und wenn man mit den Bewohnern hier spricht, wenn man die Chance hat, sich auch die Wohnräume anzuschauen, über die Aktivitäten und sonstigen Angebote zu sprechen, dann gehe ich hier mit einem ganz guten Gefühl raus. Mit dem Gefühl nämlich, dass die Menschen sich hier sehr, sehr gut fühlen, sehr wohl fühlen, geborgen fühlen, gut aufgehoben fühlen. Herr Henke, wie bewerten Sie das als Politiker, dass der Staat immer mehr Aufgaben übernehmen muss, die früher von Familien getragen wurden? Und zwar sowohl bei den ganz Kleinen als auch bei den alten Menschen. In der Tat hat sich Gesellschaft verändert in dem Sinne, wie Sie es eben formuliert haben. Umso wichtiger ist es, dass es solche Einrichtungen gibt. Und umso wichtiger ist es, dass die Funktionen, die früher in Familien übernommen wurden, jetzt hier angeboten werden. Und ganz offensichtlich auch zum Wohle derer, die von diesen Angeboten Gebrauch machen sollen und die davon profitieren. Haben Sie Sorge davor, alt zu werden? Nein, ich habe keine Sorge davor, alt zu werden. Das ist ja übrigens etwas, was in der Tat alternativlos ist. Oma hat immer gesagt, alt wird man von alleine. Und da hat sie ja auch recht. Nein, aber wenn ich mir Sorgen mache, dann die, dass man im Alter eben krank wird. Das ist dann nochmal etwas ganz anderes. Aber das Altwerden als solches macht mir keine Sorgen. Herr Henke, sind hier in einer katholischen Einrichtung. Sie selber sind Katholik, haben sich von den beiden Damen heute ja auch die Kapelle hier zeigen lassen. Welche Rolle spielt für Sie Religion und was bedeutete es auch katholisch zu sein damals noch in der DDR? Für mich spielt Religion eine große Rolle. Ich bin als Kind in einen katholischen Kindergarten gegangen und bin natürlich auch entsprechend geprägt. Meine Oma war eine tiefgläubige Katholikin, vertrieben aus Oberschlesien, die mir auch viel mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist mir ganz wichtig und ich bemühe mich auch in der Erziehung meines Sohnes, all die Dinge, die ich erfahren habe, auch weiterzugeben. Und das sind neben den klassischen 10 Geboten, ja, die einem dann ja immer einfallen, vor allem immer um Fragen, die sich um den ganzen Bereich der Nächstenliebe kümmern, um die Frage der Subsidiarität, um die Anerkennung letztlich der Tatsache, dass Menschen nicht alle gleich sind, sondern dass sie sehr unterschiedlich sind. Übrigens, egal ob wir bei den Jungen oder bei den Alten sind, sie auch deshalb ganz unterschiedliche Angebote benötigen und das wird hier hervorragend gelebt. Übrigens ein katholisches Haus, wo aber auch viele Protestanten wohnen, wo die Ökumene gelebt wird. Man kann aber schon sagen, dass der Glaube durchaus auch ihre Politik prägt. Ja, es ist meine Prägung und ich bemühe mich natürlich auch in meinen politischen Entscheidungen, in meinem politischen Handeln, die Dinge, die mir mitgegeben wurden, eben auch einfließen zu lassen. Und einiges davon habe ich ja eben auch formuliert. Und weiter geht's. Das Programm ist straff durchgeplant. Der nächste Stopp Brisant, das Bürgeramt Hohenzollern-Damm. Mit Bezirksverwaltungen verbinden die Berliner seit geraumer Zeit nichts Gutes. Der Personalmangel verhinderte den Dienst am Bürger eindrücklich. Das, was Bürger an staatlichen Leistungen abverlangen können, das spiegelt sich in erster Linie in Bürgerämtern ab. Und wenn dann der Staat nicht liefern kann, kann ich verstehen, dass die Menschen darüber sehr sauer sind. Und hier mussten wir in Zusammenarbeit übrigens mit den Bezirken, die das in erster Linie verantworten, ich will das immer wieder betonen, aber auch sagen, okay, wir sehen das Problem und wir werden Personal nachsteuern. Das haben wir jetzt getan. Und ich bin auch froh, heute jedenfalls auch sagen zu können, dass das, was wir an Stellen zur Verfügung gestellt haben, mittlerweile auch besetzt ist. Es ist nicht so, dass 100% gleich in Arbeit gehen kann, weil das, was besetzt ist, was gut ist, auch beschult werden muss. Und das dauert noch ein bisschen. Aber es gibt, glaube ich, jetzt auch schon, das haben wir gerade gehört, auch eine spürbare Entlastung. Das war ja das Ziel der Übung.
Wann waren Sie denn zuletzt auf dem Bürgeramt? Also anders gesagt, wann erlebt der Politiker wirklich die Härten des Alltags? Die Härten des Alltags habe ich im letzten Jahr erlebt, als mir eingefallen ist, quasi auch auf dem letzten Drücker, aber das ist ja sozusagen typisch für solche Situationen, dass ich einen Kurztrip nach Österreich machen wollte und ich wollte meinen Sohn mitnehmen. Und ich bin geflogen und es ist mir eingefallen, sag mal, wenn ich fliege, dann brauchen wir ja einen Kinderpass, einen Kinderausweis. Und aber Bürgeramt Weißensee war nicht nur sehr kooperativ, nicht nur sehr leistungsfähig, sondern ist gut ausgestattet und deshalb funktionierte das relativ gut und schnell. Und ich war damals ehrlich gesagt begeistert. Ich habe mir einen Termin geholt und zu diesem Termin bin ich auch rangekommen. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich Senator war, sondern das ging allen anderen auch so. Die Leute, die nach mir dran waren, 16.10 Uhr etwa oder 16.15 Uhr, 16.20 Uhr, kam dann eben auch zu diesem Termin ran. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ist das sowieso auch durch die sozialen Medien einfacher geworden, als Politiker zu wissen, wie es dem normalen Menschen im Alltag geht, weil ja Missstände auch sehr schnell getwittert werden oder über Facebook veröffentlicht werden und man nicht selber quasi mal auf die Straße gehen muss, um zu spüren, wo drückt der Schuh? Ja, oder auch über die Medien, die ja keinen Tag auslassen, um über, wie Sie es formulieren, Missstände zu schreiben. Aber das braucht es ja nicht. Ich bin ja durch die Tatsache, dass ich Politiker bin, nicht abgekoppelt vom Leben. Ich nehme am Leben teil. Ich habe Familie, die am Leben teilnimmt. Und natürlich hört man auch durch den Freundes- und Bekanntenkreis, durch die Familie oder eben, weil man selbst Dinge erlebt, das, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und insofern ist das ja nichts Besonderes. Nun gehe ich nicht jeden Tag zum Bürgeramt. Das macht aber der Berliner auch nicht. Ich brauche nicht jeden Tag einen Ausweis, nicht jeden Tag einen Pass, nicht jeden Tag eine Parkvignette. Und trotzdem bleibt es dabei. Das muss hier funktionieren, der Laden muss laufen. Und deshalb haben wir ja auch in unserem Wahlprogramm noch das ein oder andere an Verbesserungsvorschlägen, die jetzt nicht umzusetzen waren in dieser Legislaturperiode. Aber ich kann immer noch nicht verstehen, warum es nicht möglich sein soll, dass ich einen Personalausweis von zu Hause beantragen muss. Also das digitale Bürgeramt ist etwas, von dem ich sage, es muss in der nächsten Legislaturperiode kommen. Frank Henkel auf Wahlkampftour in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wie schätzt der CDU-Spitzenkandidat und Innensenator die aktuelle Sicherheitslage ein? Und wie bewertet er die Herausforderungen für die wachsende Stadt? Antworten gibt es gleich bei Dossier 24.